Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stürmerkarriere in Pro Evolution Soccer 2018. Ich bin's Jan und heute geht's weiter. Heute entscheidet es sich, ob wir tatsächlich bei Hannover 96 bleiben oder nicht. Die Transferphase endet und das sogar noch vor dem ersten Spiel. Also wir werden jetzt direkt in den ersten paar Minuten dieser Folge ein Ergebnis sehen. Ihr habt in der letzten Folge wieder unglaublich viele Kommentare reingeschrieben. Genauso wie in der letzten Folge, also in der davor noch. Ach ja. Hier war er ja nicht aufgestellt bei dem Spiel, genau. Eintracht Frankfurt 1:0 gewonnen. Damit rutschen wir auf Platz 8 mit Hannover 96 ab, was für Hannover 96 natürlich eigentlich immer noch sehr, sehr gut ist. Aha, wir haben direkt den nächsten Verhandlungstag. Sevilla, ja, nein, sind gescheitert. Einen richtig coolen Vorschlag fand ich, zu Barcelona B zu gehen oder zumindest es zu versuchen. Das ist ja gar nicht, finde ich, so unwahrscheinlich. Wobei, also, meine Vorstellung waren ja, dass ich Chancen habe bei Euroleague-Teams. Ja, gut, scheinbar doch nicht. Aber was sich ganz viel gewünscht wurde, ist auf jeden Fall TSG Hoffenheim. Und danach, glaube ich, tatsächlich Rasenballsport Leipzig. Und dann, ja, erstmal das und Barcelona B haben wir auf jeden Fall auch noch im Hinterkopf. Und, wie gesagt, wir haben noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit, auch wenn das auf dem Kalender kurz aussieht, aber am letzten Tag haben wir ja wie in FIFA ein paar mehr Stündchen. Okay, das hat länger gedauert, als ich dachte, am vorletzten Tag. Sind gescheitert gut, vielleicht haben wir dann doch nicht ganz so viel Glück. Also RB Leipzig, immer ein sehr schwieriges Thema, aber es wurde sich in der letzten Folge nicht die Köpfe eingeschlagen, was ich sehr, sehr geil finde. Und es wurde tatsächlich sich auch relativ viel gewünscht, was ich komisch fand, aber dagegen habe ich nichts. Wie gesagt, gegen virtuell Rasenballsport Leipzig, Red Bull Leipzig habe ich überhaupt nichts. Das ist mir komplett egal. Aber sie sind gescheitert. Bist du sicher, dass alle fünf Vereine warten lassen wirst? Ja, man kann es ja nicht ablehnen, sondern lass sie in jedem Fall warten. Aber wir haben ja jetzt heute noch einen ganzen weiteren Tag Zeit. Ich schaue nochmal, warte, was? Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, man hat tatsächlich diese ganzen Stunden, so wie in der Trainerkarriere von Pro Evo. Getafe wurde auch eingeschrieben, dass ich da hinwechseln könnte eigentlich. Ich schau mal, wo die jetzt gerade stehen und ob die sonst. La Liga Santana Platz 12. Mau. Im Wettbewerb sind sie auch nur im eigenen spanischen Pokal Copa del Rey mit drin. Das ist nicht interessant eigentlich für mich. Da kann ich eigentlich. Diego Simeone. Dieses Arsch, Alter. Dieser Arsch, natürlich. Wenn man beleidigt, dann schon richtig. Gut. Verlängern mit Hannover 96 kann ich ja immer noch. Das macht es für die anderen Vereine, wenn ich da jetzt verlängere, nur noch schwieriger. Dementsprechend mache ich das nicht. Logischerweise, wenn ich wechseln will. Aber, ganz offensichtlich, weil mir kein Verein hier zusagt, ja, ganz offensichtlich. Ich hätte das mit Barcelona B sehr gut gefunden. Aber nee, scheinbar nicht. Also, Hannover 96 gegen, ja, gegen Schalke. Ich stehe wieder in der Startformation. Der Trainer hat es tatsächlich geschafft, dieses Arsch. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Kann natürlich auch sein, ganz ehrlich, kann natürlich auch sein, dass einfach Hannover 96 die ganze Zeit gesagt hat, nee, Digga, ganz ehrlich, wo ich es so darüber nachdenke, ist es sogar relativ. Die haben so eine Kacke mit mir im ganzen Januar gemacht mit den Spielzeiten, dass ich glaube, dass sie tatsächlich einfach, dass die Nein gesagt haben. Ich meine, ich bin Torjäger Nummer 2 mit Hannover 96. Die stehen so gut. Natürlich wollen die nicht, dass ich gehe. Naja, dann weiß ich jetzt immerhin, oder ich habe einen Sündenbock gefunden, sagen wir es so. Gerne eure Kommentare dazu in die Kommentare. Aber eigentlich bekomme ich auch immer wieder geschrieben, Digga, wechsel nicht so viel, ist voll unlogisch und scheiße. Und abgesehen davon haben auch ganz viele geschrieben, dass ich so oder so bei Hannover 96 bleiben soll. Von dem her, gerne auch Kommentare reinschreiben, wie ihr das jetzt findet, dass ich jetzt hier bleibe. Ich kann nichts dafür, neu laden, ist schieben. Naja, in der letzten Folge waren wir dafür auch sportlich gesehen nicht erfolgreich, wobei wir auch gesagt, weniger Spielzeit hatten. Zur Halbzeit eingewechselt im ersten Spiel und, naja, kurz vor Schluss im zweiten Spiel ausgewechselt.
Waren nicht leichte Partien. Generell für mich heute der gesamte Pro Evo-Tag war nicht gerade leicht. Hab eine ziemlich lange Aufnahmesession für den Umzug jetzt gemacht und jetzt geht's mit der Spielerkarriere weiter. Oh, was ein Kackpass und ich arbeite mich trotzdem durch und es ist keiner, den ich perfekt anspielen kann in den Rückraum. Oh, Harnik war das, glaube ich, Digga. Ich hasse so eine Situation. Mann, die blocken dann immer alles. Wenn ich so auf die Verteidiger zurenne, weißt du, die Viererkette oder Dreierkette, was es ist, ich glaube, bei Schalke ist es sogar eine Dreierkette, steht einfach am... Wie tief stehen die denn? Die positionieren sich am 16er. Wie ekelhaft ist das bitte? Boah, schöner Kopfball. Das muss man ihm lassen. Aber jetzt ist da wieder keiner, den ich anspielen kann. Jetzt aber... Oh! Wäre das zum Eigentor gegangen? Ich hätte es gefeiert, aber abseits war es dazu. Ja. Schön, aber die Versuche, sie sind da, aber mehr noch nicht. Ich muss meinen linken Arm übrigens schon. So eine doofe Spritze bekommen. Tut schon weh von den ganzen Aufregern, die ich heute in der Trainerkarriereaufnahme hatte von Pro Evo. Mann, oh Mann, oh Mann. Halbzeit 0:0. Ein paar tolle Chancen, noch nicht das richtig geile. Und ja, Glück hatte ich leider halt auch noch nicht. Oh, ein bisschen mehr Laufeinsatz. Sehr gut, schön gemacht. Da ist der Einsatz doch wieder da. Oh Gott, und jetzt... Oh Mann, wieso verbrauche ich eigentlich meine Ausdauer für diese Idioten da auf dem Platz? Und jetzt, naja, keine gute Chance. Immerhin Schalke auch nicht gerade das Team, was hier gerade krass in Form ist. Aber da haben wir, glaube ich, auch angefragt. Also ich glaube es nicht nur, sondern bin mir relativ sicher, dass wir da auch angefragt haben. Ja, aber mit Hertha BSC, den haben wir es auch nicht gezeigt. Waren zu einem Tor beteiligt immerhin. Aber, ja. Ja, nicht. Indirekt sogar nur. Oh, shit. Da habe ich gedacht, jetzt kriegen wir das Tor zur Niederlage. Aber nein, tatsächlich nicht. Schalke hält sich zurück. Die Frage ist, wie lange geht das noch gut, wenn das da hinten so... Oh, ja. Oh, und der Pass geht nicht zu mir. Oh Gott, geil. Setz dich durch, Junge. Na, er nimmt mich aus. Boah, gute Parade. Also, Schalke wird immer stärker. Aber sie werden halt auch offensiver. Sie scheinen wirklich diese Punkte zu haben zu wollen. Und, ja, vielleicht kriegen wir nochmal einen Konter und dann gibt's das Tor. Die Bolzen, den Ball nach vorne. So kann's nichts werden. Deswegen wollte ich da eigentlich den Transfer machen. Ich wollte einfach nur eine bisschen bessere Mannschaft. Aber nur ein bisschen besser. Oh, jetzt wurde ich sogar ausgewechselt. Krasser Sch... Nee, wurde ich. Doch, wurde ich. Das ist langsam ärgerlich. Ich habe, glaube ich, echt seit 4 Spielen oder so kein Tor mehr geschossen. Boah, aber hier gerade noch so der Ball dran vorbei. 0:0 endet das Spiel. Also, dadurch bin ich jetzt tatsächlich sogar sportlich gesehen auf einem Tief. 5,5 Bewertung sogar nur. Ich habe geackert. Ich habe wirklich geackert fürs Team. Das ist eine Frechheit. Aber nur 72. Endlich. Habe ich mir verdient. Und hier auch wieder Startaufstellung. Transfer-Dusel ist vorbei. Und zack. Schon geht's weiter. Hannover 96 kann einfach nicht gewinnen. Ja, warte, was? Seit 9 Spielen kein Sieg mehr eingefahren? Lol. Ja, geil. Echt? Ich meine, ich habe einige Spiele nicht gespielt und ansonsten manche nur kurz, eine Halbzeit lang oder so weiter. Und ein paar unerfolgreiche Spiele, aber dass es dann insgesamt darauf kommt, das ist echt, das ist krass. Ja, in der Torjägerliste, ich werde noch angezeigt, bin 3. Platz, aber da muss jetzt wieder ein Tor kommen. Muss doch mal wieder klingeln, kann nicht sein. Das Spiel fickt mich heute einfach. Sorry für die Wortwahl. Außer, naja, das ist klar, ne, nach so kurzer Zeit. Aber die Form und das jetzt, das kann ich auch gar nicht gebrauchen. Aber wahrscheinlich genau deswegen, weil ich so lange nicht mehr getroffen habe, habe ich jetzt die Form. Das heißt, heute hier das Unmögliche schaffen und das Tor erzielen. Ich weiß gar nicht, wieso der Trainer mich aufgestellt hat bei dieser Form. Hätte mich doch eigentlich heute in diesem Spiel schonen lassen können, eigentlich.
Ich meine, in der Trainerkarriere sieht man die Form ja auch, der Spieler. Deswegen kann man eigentlich sagen, okay, das ist auch. Aber nein, kann man nicht. Ich glaube, ich spiele tatsächlich jetzt gerade in letzter Zeit zu uneigennützig, weil ich so ähnlich spiele wie bei mir in der Trainerkarriere oder versuche zumindest so das Team zum Erfolg zu bringen. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, ich muss tatsächlich selber mehr auf meine eigene Stärke mich fokussieren, auch wenn das auf diesem Schwierigkeitsgrad echt schwer ist, weil ich eigentlich keinen normalen Zweikampf so gewinne. Aber die genialen Anspiele, wodurch auch eigentlich häufig die Tore gefallen sind, kommen auch gerade nicht so. Was aber auch häufig eigentlich an der Defensive der Gegner liegt. Ich habe nichts gesagt, wenn man die Entstehung dieses Tors sieht, dann will das Team auch vielleicht nicht gewinnen. 10 Spiele in Folge, ich sag's euch, 10 Spiele in Folge. Zweistellig, Alter. Jetzt bin ich noch ein halbes Jahr bei dem Team und dann in so einer schlechten Phase sogar. Darf man hier schon von Krise sprechen? Ich sag ja. Oh, das muss eine Torvorlage sein. Das ist eine Torvorlage. Scorerpunkt. Endlich mal wieder ein Scorerpunkt. 23. Minute. Hanek. Ausgleich. Der Kapitän macht mit Vorarbeit von mir. Und ohne wäre es nicht gelaufen, Mann. Geiler Pass. Auch übrigens gute Mitarbeit. Von demjenigen, der mich da gut in Szene gesetzt hat. Das war toll. Alter, das ist wirklich geil. So, jetzt noch den Siegtreffer erzielen und alles ist gut. Ja, komm schon. Oh, er zieht zurück. Der Idiot zieht zurück. Ich hätte aber das Köpfer-Duell trotzdem gewinnen können. Oder müssen. Mann, mau. Direkt wäre es aber besser gewesen. Ganz eindeutig. Zur Halbzeit steht es 1:1. Danach, also ich habe gesehen, die Augsburger haben in der Verteidigung manchmal Lücken. So wie beim 1:1 müssen wir das weiter nutzen. Ungefähr ausgeglichene Spiele, wir ein paar mehr Chancen und... Wenn ich jetzt da nochmal zum Abschluss komme, dann bin ich da zuversichtlich, dass ich hier doch heute im Spiel noch ein Tor erzielen kann. Oh nee. Ja, das war glaube ich oder hoffentlich die richtige Option. Und der... Ah, ich biet mich an! Und er spielt nicht, er legt nicht zu mir in den Rückraum. Was war das denn für... Das, also das war das Dümmste, was er hätte machen können. Irgendwie eine Flanke auf den, im Strafraum hätte ich verstanden. Auch wenn da zwei Spieler dazwischen waren. Aber dass er schießt, das war mit Aussicht... Also mit keiner Erfolgsaussicht. Mit ohne quasi. Okay, da hat man die schlechte Form gesehen bei dem Kopfball. Bei dem Kopfball hat man das tatsächlich gesehen. Der Anfall von Freude ist ganz schnell erloschen, als ich die Flugbahn gesehen habe. Oh, das ist die falsche Richtung! Wo steht das Tor, Digga? Was hatte... Ey, was, also ganz ehrlich, was haben die manchmal für einen Auftrag? Was ich aber weiß, wodurch ich mehr Erfolg habe, das sehe ich gerade in diesem Spiel scheiße, so nicht... Ich muss anfangen, nicht den Linksaußen zu geben, sondern den linken normalen Stürmer. Quasi mit Doppelspitze. Ich muss mehr innen spielen. Das ist mein Spielstil. Holy shit, das wäre beinahe ein Gegentor. Alter, die boxen sich. So, das Spiel wird jetzt abgewiffen, wenn er nach vorne kickt. Yep. 1:1. Ein Scorerpunkt ist auf jeden Fall schon mal was Feines. Ich fand das Spiel gut. In ein bisschen besserer Form hätte ich bestimmt hier auch wieder ein Tor erzielt. Soll aber nicht sein. Also ein weiteres Spiel ohne Sieg. 10 Spiele sind das jetzt schon. Und insgesamt haben wir sogar 10 Unentschieden. Aber ich glaube nicht, dass die letzten 10 Spiele alles unentschieden waren. Da war auch die ein oder andere Niederlage mit dabei. Also ich weiß, dass die ein oder andere Niederlage mit dabei war. Und wir sind damit jetzt nur noch auf Platz 9. Wirklich einen Anschluss haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal verpasst, weil wir... 8 Punkte Abstand haben zu Platz 6, den ersten europäischen Platz. Ja, das ist doof. Aber aufs Training will ich jetzt nochmal schauen. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, was ich da eingestellt habe. Aber ich weiß, dass ich nicht zufrieden bin auf jeden Fall. Also zumindest mit der Entwicklung, so wie es jetzt gerade läuft. Ich meine, das ist so viel Spielzeit, so gut eigentlich auch. So viele Tore. Und trotzdem
Meiner Meinung nach, also mein Tor mit weniger Einsatzzeiten hat, verbessert sich mehr. Vielleicht Dribbling einen runter, da einen hin. Finde es zwar, glaube ich, wichtig. Verteidigung 0, das ist auch wichtig. Ich mache das jetzt so. 6, volle Power.